Wen haben wir denn da? John? Hi. What are you doing here? Oh, so cool. So good. You taking a morning shower? Yeah, because I just come from East Lombok and so hot on the way. And now I can find the water. So good. Wunderschön, Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. John ist direkt am heutigen Morgen vorbeigekommen und wird den heutigen Tag mit uns gemeinsam verbringen. Lass ihn jetzt erstmal duschen. Duschen Indonesier mit T-Shirt an? Ich weiß nicht. You shower with shirt on? No. That's a bisschen shy. You have probably seen Village Evil looks a bit like a bunker. A bunker? Bunker. Like a bunker? Bunker, yeah. How do you like the new color? Have you seen it? Not yet. Are you changed? Yeah, we're changing the color. Ist noch nicht final, aber es bewegt sich langsam in die Richtung. Oh. West. Good to see you. Okay. Alleine was für hier bei dem Lärm, ey. They have taken out all the walls. They have rendered this part. This is rendered and this is raw. So what they're gonna do is they render this one. Also die rendern nochmal diese Wand, sodass es so aussieht wie hier. Und dann kann die Farbe aufgetragen werden. After they attach the color. They will stick out the... The old cement color. The cement color. That's the new color. Als ob ihm das nicht auffällt direkt. Sieht ja so anders aus. It looks so different. What do you think? Wow. Be honest. Which one? Oh, this one. What are you talking about? How about the color? Yeah, I mean, it's obvious. Up there. Yes, this one and this one up there. Oh, okay. I'm understand now. Er war lange nicht mehr hier. You haven't been here for a long time. Yeah. Before it was this color. Yeah, this color. And now it's different. Now like gonna be like that? Yes. You're not gonna put some cement or something? It is cement. That is cement. It is new cement color. Oh. You're not gonna put anything else again? What do you mean? I mean, you're not gonna make so lustig. Smooth, maybe? It's not dry yet. Oh, not dry yet. Ah. Okay, always Cheng have different what do you favorite. Mean? Different favorite? Yeah, with another, how to say, like a different unique. Taste? Unique. A unique taste? Yeah. No, I mean, you have unique favorite. Now, one question. Which one do you like more? This color or this color? Of course, that one. Of course that one. Yeah. So it's not a unique taste because your taste is the same. Nah, I mean, not a lot of people can be kind of thinking about that color. That is will be looking different, yeah, with the another villas. Yeah. Er steht hier so, als würde er irgendwie so moderne Kunst betrachten. Looking different, yeah. Looking different. But you like it or different as a... That's weird. Oh, I really like it. Seriously. Are you honest? Can we go there? Come on, man. I've come from East Lombok to here to... you mean I'm gonna lie? Moin, liebe Leute. Sorry, ganz kurze Unterbrechung. Wir wollten mal ganz kurz ein bisschen Struktur in die etwas komplizierte Konversation bringen, die dort unten vor einigen Stunden stattgefunden hat. Ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was hier eigentlich Sache war, aber es war ein absolutes Missverständnis, denn John feiert diese Farbe, aber letzten Endes, als wir dort gestanden haben und hier über diese Hausfassade gesprochen haben, hat er weder gedacht, dass wir über diesen Farbstreifen noch über den Farbstreifen da oben sprechen, sondern über diese rohe, abgerissene Betonwand, beziehungsweise
das, was da noch übrig ist. Und er dachte tatsächlich, dass neben so ein bisschen Farbe die Wand hier oben so bestehen bleibt. Deswegen hat er sich etwas schwer getan, es als positiv zu verkaufen. Meinte sogar im Nachhinein noch so, lasst ihr das wirklich so? Bis ich dann erst geschnallt habe. Ja, gut. Ich wollte es nur ganz kurz aufklären. Er hat sich bestimmt richtig scheiße gefühlt. So, was soll ich denn jetzt sagen? You know the Ong Bak movies? Ong Bak, ja. Yeah. They have a Buddha's head on the cave. The big one. Wow. It will be safe. Ong Bak. Yeah. Alter, wer von euch kennt Ong Bak? Ist ja mega lustig. In Deutschland gefühlt kennen den gar nicht so viele, es sei denn, man ist so richtig in diesem Martial Art Genre drin. Ong Bak ist Thailand, right? From yes. Thailand? Thai movie. Yeah. Yeah. Tony Jaa. Yeah. I know this guy. John Jai. John Jaa? Yeah, right. Yeah. If you fight like Tony Jaa, I want you to be our security. You'll have the job if you open the crate only with your elbows. Now. Oh, Alter. Oh, okay. But you have to prepare some maybe ambulance first. Ambulance? Krankenwagen jetzt schon mal rufen. Oh, no. Hat die. Ja, geil. Küche ist teils schon runtergebracht. Vom Berg runter. Ich glaube, letzte Teil steht hier, oder? Oh, nice. Der letzte Teil steht hier. Der geht heute raus. This is will be put inside? No. Gone. Buang. What? Wang downhill. Why? Because it's not good. It's all broken and scratched. What are you gonna do with this? I think Tempa keep it in the warehouse. We build a new one. Okay. That's Chang, man. Yeah. Ja, guck mal. Also für die ist es wirklich, es ist eine andere Welt, ne? Also die gucken sich das an, ob das jetzt kaputt gebrochen ist oder irgendwo ein Loch, dann fixen die das halt. Aber die zahlen dann dafür halt auch dementsprechend nichts. Und wenn wir extrem viel Geld zahlen, dann müssen wir natürlich auch was erwarten dürfen. Eine gewisse Qualität für den entsprechenden Preis. Aber die Leute, die gucken mich auch hier alle an und sagen so, Alter, was ist mit dem Typen los? Fette Küche, die hier steht, und die schmeißen die quasi einfach raus. Oder die haben hier letztens so ein Preisschild gesehen von einem Stuhl, den wir hier gekauft haben. Die bauen quasi aus so einer halben Kokosnusspalme komplettes Furniture-Set zusammen für die ganze Wohnung. Ja, es ist schwierig, wie man das am besten positioniert, ne? Aber ja. Sabibo und ich sind gerade dabei, die Wardrobe zu zeichnen, beziehungsweise das haben wir schon fertig gezeichnet. Heute machen wir die Zeichnung für die Kitchen, für die, ach Mann, mein Englisch-Deutsch. I see the different color with the pool also. Different color? Yeah. What do you mean? Yeah, before it's like a little bit dark. Darker? Yeah. Now it's... But maybe it's dirty. Because of the dust? See? Yeah. Now it's darker. Because of the dust. Okay. Die haben hier so viele Wände abgetragen, dass der ganze Staub den Pool heller gemacht hat. Das ist wirklich crazy. So, Freunde, weil es gerade viel zu laut ist in unserem Haus, der wir einfach auf einer Baustelle leben, haben wir uns überlegt, kurz ins Bamba zu fahren, ein Käffchen zu trinken, und wir müssen auf jeden Fall Drawings anfertigen für die Küche. Haben wir leider immer noch nicht gemacht, aber wir haben gestern die Garderobe geplant. Das Lustige ist, du sagst, die Baustelle ist so mega laut, es ist den ganzen Tag laut. Jetzt in diesem Augenblick ist gerade still. Naja. Oh, jetzt geht's wieder los. Obwohl, man muss auch sagen, wir sind jetzt gerade voll weit oben, ne? Ja. Also bei uns im Zimmer, die fangen halt direkt nebenan an, die Wand wegzuhämmern. Aber ist gut. Voll erschrocken. Ja, klar. Ja, ist an sich auch kein richtiger Ort. Aber die Sache ist, die sind jetzt fast fertig. Und die haben jetzt das Team irgendwie so gesplittet, dass jetzt quasi mehr Kapazitäten für mehr Arbeit gleichzeitig ist. Keine Ahnung. Und oben jedenfalls mischen sie die Farbe an. Da ist es auch laut. Dementsprechend haben wir gerade wirklich nirgendwo ein stilles Plätzchen. Aber es ist auch in Ordnung. Umso schneller die nämlich jetzt sind, umso mehr die jetzt machen, desto schneller sind die dann auch soweit fertig, dass wir da endgültig schneller zum Thema schnell. Du sagst ja, wir fahren schnell mal nach Kutta. Ja. Wir fahren jetzt 20 Minuten nach Kutta. Das ist echt für einen Kaffee. Und ich muss auf Toilette, Freunde. Aber hier kann ich gerade nicht, weil überall Leute rumlaufen und wir einfach Gläser haben. Unser verspiegeltes Glas ist halt noch nicht da. Ja. Und oben ist die Toilette, die einzige Toilette, die so zu war, wurde abmontiert, weil ja schon die Wand abgemacht wurde. Also echt. Also richtig bitter, deswegen schnell. Was, Schatz, was machen die Helme eigentlich da? Ja, die Sache ist, wenn ich hier mal ganz kurz runterfahre,
Und dann habe ich da zwei Helme am Motorrad. Schwierig, soll ich die hier im Sand? Hast du die denn gemacht? Ja, ja. Ich denke mir so, soll ich die jetzt im Sand liegen lassen? Und dann sind hier so viele Arbeiter und dann haben die hier keinen Platz zum Parken oder irgendjemand nimmt die mit. Wer weiß, auf Bali wurde auch ein Helm geklaut. Deswegen habe ich hier unseren provisorischen Helmhalter, diese Bambusstäbe genutzt. Danke. Baby übrigens richtig süß. Unter dem Helm hast du noch so einen Piratenbandana. Ja, weil das gerade so mega windig ist. Ja, ist gut. Will ich so ein bisschen ihre Öhrchen schützen. Yes. Schützen! Next time. Here in Bamba. When we are in Bamba. Always. Oh, sorry, I didn't. Always. See, they don't tag me. Yeah. Ow. Ich sag so, oh, Entschuldigung, ich hab dich gerade nicht getaggt in der Story, aber ich wollte einfach so auf schnelle Welle hochladen können, Bock rauszusuchen und so. Hier mit Kind hängt hier, ich muss auf Toilette. Next time, let's always. Ja. Yeah. Next time, always. John denkt sich so, danke für nix. Toll, ey. Kaum sind wir in Bamba angekommen, kriegt sie schon ihre Semanka. Sie ist nämlich bekannt für Semanka. Das war das Erste, was Mila gegessen hat. Ja, du hier. Kleine Maus, genau. Und direkt, guck mal, was für ein fettes Stück sie abgesahnt hat. Ja, crazy. Dann kriege ich auch vielleicht ein Stück Semanka. Now you have to stand like this for the whole day. Yeah, I think so. First we need energy. Yeah, first coffee. Cappuccino dengan susu kedelai. Come on. Why coffee, Mila? Coffee's why not good. Juice? I want to, Mila. This is mine only is for me. Because I know there is an offer here. When you buy one sweet, you get a coffee for free. Is that true? Yes. Yeah. So? Why are you not telling us? No. When you... You're a bad promoter. You need to drop those promos, man. Yeah, you're when a you get a one a dessert, yes. You get a coffee. Yes. Yes. Great. But you order coffee first. No. So we get, no, so we get the dessert for free? No. So, Freunde, 3 Jahre später, nicht ganz. Muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir immer noch nicht angefangen mit der Küchenzeichnung bzw. der Küchenplanung, da ich hängen geblieben bin an der Garderobenzeichnung. Wir haben nämlich gestern eine angefertigt, die war aber sehr, sehr grob. Und jetzt haben wir quasi mal so eine Vorlage gekriegt, wie unsere alte Garderobe angeblich geplant wurde. Also quasi von unserem Architekten gezeichnet wurde und es ist eine richtig professionelle, detaillierte, aus allen möglichen Perspektiven und Ängeln. Ist halt so, ne, wie Architekten das lernen. Also, ne, ja. Du studierst ja nicht für umsonst. Das ist halt wirklich mit richtig Plan, richtig präzise, alles schön gemacht. Nicht so, wie wir das gemacht haben. Allerdings glaube ich ganz ehrlich nicht, dass die Garderobe wirklich nach dieser Skizze gebaut wurde, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist halt crazy. Also so detailliert, wie diese Skizze ist, hätte, glaube ich, auch Mila, Spaß, aber hätte, glaube ich, auch ich mit den vorhandenen Materialien, das ist wie eine Lego-Technik-Bauanleitung gewesen, hätte auch ich das zusammenstellen können. Also wie die das so hart versemmelt haben, kann ich nicht verstehen. Diese Menschen, die das gebaut haben, die waren nicht in der Lage, so eine Skizze zu lesen, when I'm really honest. Das kann natürlich sein. Die haben sich gedacht, who are you? Mila, was ist das? Was du da tust? Bigupianki. Bigupianki, Zazanki. Ich liebe sie so sehr. Sie guckt da durch und sieht sogar die Kamera. Wie süß ist das denn? Mausebär! Hallo! Glaubst du, ich muss dich kurz mal anziehen? Warum bist du nicht angezogen? Gerade richtig schön waren wir so nackedusi, die kleine Maus. Ihr wart nackedusi? Nackedusi, aber jetzt war es doch sehr windig, ne? Deswegen haben wir was übergezogen. Kleine Maus direkt wieder zur Kamera. Das ist so ihr Favorite Spot hier in dem Haus. Sie liebt es ja. Das ist ja wie so ein kleiner Laufstall, ne? Tatsächlich. Ja. Man muss natürlich hier sein, weil man hier in diesem Bereich nicht zumachen kann. Aber sie kann von der Seite komplett hier rüber gehen. Ja, Mausi, komm her. Kommst du mit?
Schatz, wie willst du das machen? Komm, komm. Warte, wir kommen. Ja. Wir kommen. Wow. Wow, super. Um die Ecke. Bravo. Um die Ecke. Das ist alles gar kein Problem, Papa. Stark. So, Freunde. Die Pläne sind nicht gemacht. Alter, was ist das für... Wirklich zieht sich alles gerade wie richtig altes Kaugummi. Aber was richtig gut ist, wir sind wieder gekommen und, ihr glaubt es nicht, die Küche ist weg. Größtenteils. Ich glaube, nur noch eine kleine Sache ist noch da, ne? Nicht ganz. So quasi die Insel oder so. Ja, ja. Wurde so schön runtergeschoben unter unsere Möbel. Ja, eben gerade erstmal das Verdeck drüber wieder weggenommen, um denen zu zeigen, so, ey, bitte nicht vergessen. Aber jetzt haben alle Feierabend, deswegen wird das wahrscheinlich auf morgen geschoben. Küche sind wir los, wir freuen uns. Jetzt muss halt nur noch der Plan für die richtige Küche her. Wir wissen auch eigentlich schon, wie wir es haben wollen, aber das muss auf Papier gebracht werden. Die Leute, die jetzt hier auch die Wände machen, die werden auch die Küche machen, weil wir ja auch mit Zement arbeiten wollen. Wir wollen eine Zementinsel haben, wir wollen ein Zementarbeitsblatt haben. Arbeitsblatt? Arbeitsplatte. Blatt ist auf Polnisch. Ach, Platte heißt Blatt? Ja, genau. Arbeitsblatt. Arbeitsblatt. Ich brauche ein Arbeitsblatt. Und dementsprechend müssen wir das halt nochmal richtig detailliert anfertigen, damit die damit auch irgendwann mal anfangen können. Ja. Oh, die Sonne geht gerade unter. So, die letzten Sonnenstrahlen in der Villa Charles, bis die Sonne dann hier hinter dem Berg verschwindet. Ja. Das Schöne ist, wir sind happy mit der Wandfarbe. Hier sieht es so aus, als könnte das irgendwann die finale Farbe sein. Hier sieht es sehr contrasty aus. Der Schatten hilft hier aber auch nochmal mit. Das ist schon sehr hell und hier sind noch dunklere, nassere Bereiche. So sieht es natürlich ein bisschen aus wie so ein Ölgemälde. Also mit den Farbkombinationen hat es auch was, aber das ist definitiv, ja, braucht man nichts sagen. Hey, guck dir mal unsere Maus an. Ach, das hat unser Baby übrigens gelernt inzwischen. Guck mal. Rückwärts. Irgendwo die hohe Matratze oder halt natürlich auch das Daybed runter zu klettern, weil vorwärts, kopfüber ist ein bisschen schwierig. Was wir noch zeigen können, ist, wie gut sie schon laufen kann. Ja, lass das mal hier machen. Ja. Oh, sehr gut machst du das. Tschüss. Was für ein hohes Tempo. Sehr gut. Sehr gut machst du. Sehr gut machst du das. Hey, geschafft. Bravo, Mila. So, liebe Leute, wenn ihr alles weitere nicht verpassen wollt, werdet gerne ein Teil von Team Chiwo. Yay. Herzlich willkommen, stay positive wie immer und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi, kap, kap, kap. Tschüssi, Kapski. Tschüssi, Kapski, Freunde. Ja.